Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind mal wieder im wunderschönen Freiburg. Heute steht der nächste Stadionblock an. Der SC Freiburg empfängt heute den FC Augsburg. Richtig geiles Matchup. Freiburg, historischer Saisonstart. Es läuft so gut wie noch nie. Mal sehen, ob sie heute bestätigen können. Ich habe es gerade schon gesagt, Freiburg mit 12 Punkten nach 6 Spielen. Also 4 Siege, 2 Niederlagen. Unglaublich stark. Julian Schuster hat eingeschlagen wie sonst was. Augsburg ist auch relativ okay in die Saison gestartet. Nach dem Sieg von Borussia Dortmund gestern, Freiburg jetzt gerade auf dem 5. Tabellenplatz. Und der FC Augsburg auf dem 13. Tabellenplatz. Unteres Mittelfeld, ich denke, Klassenhalt wird für Augsburg auf jeden Fall machbar sein. Irgendwie gehören sie immer zu meinem Kandidat abzusteigen, aber der Teamzusammenhalt in Augsburg stimmt immer und irgendwie schaffen sie es trotzdem, obwohl die Qualität von den einzelnen Spielern vielleicht nicht so krass ist wie andere Mannschaften. Teamgeist in Augsburg immer 10 von 10. Also Freunde, 1 Stunde 30 vor Anpfiff und ihr seht schon, die Fans sind so langsam im Start, auch viele Augsburg-Fans sind schon entgegengekommen. Ich bin richtig heiß, ich glaube stimmungstechnisch wird das auch unglaublich gut, weil die Stimmung in Freiburg einfach zurzeit eine 10 von 10 ist. Bei dem Saisonstart natürlich noch mal ein bisschen einfacher. Freiburg eben in den letzten Spielen Licht und Schatten. Gegen St. Pauli gab es eben die 3-0 Heimspielniederlage. Da hat der Vlog auch echt ein bisschen gekracht, muss ich ehrlich sagen. Gegen Bremen dann 1-0 Sieg. Überraschenderweise auswärts war kein Fußball-Leckerbissen. Aber wieder in der Spur und jetzt heute bestätigen, gegen Augsburg 3 Punkte daheim holen. Aber wenn Freiburg Favorit ist, tun sie sich eigentlich immer ein bisschen schwieriger. Deswegen mal schauen, wie es wird. Plätze heute sind auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr stark. Ich glaube, wieder zweite Reihe. Aufstellung heute. Sollten eigentlich nicht allzu viele Überraschungen am Start sein. Also Freunde, da unten, zweite Reihe. Hier sitzen wir. Das wird 10 von 10. Augsburg-Fans auch schon am Start. Also ich bin richtig gespannt, wie Augsburg-Fans überhaupt performen. Ich war einmal tatsächlich in Augsburg letztes Jahr mit Dull und Mike zusammen, wo wir das Auswärtsspiel angeschaut haben von Freiburg. Das war eine Niederlage, da hat es geklappt. Deswegen, was oben könnte besser sein, aber ich habe ein gutes Gefühl. Mein Tipp für heute ist ein knapper 2-2 in Freiburg, weil eigentlich, wie gesagt, als Favorit Freiburg performt nicht. Aber heute wird es 3 Punkte. 7. Spieltag und irgendwie, diese Saison hat irgendwie einen anderen Vibe. Erste Saison unter Julian Schuster. Am Ende international, wer weiß, es wäre ein Traum. Also Freunde, Aufstellungen sind draußen, eigentlich wie zu erwarten. Arthur Tor, Lienert, Ginter, Ivo, Günther und Kübler. Doan, mein absoluter Favorite, bester Spieler in Freiburg, sage ich. Doppel-6, Osterhage, Eggestein, Grifo, Dingchi, Adamu, das ist wie zu erwarten. 10 von 10 Aufstellungen, Tore, Doan und Adamu heute. Einfach 30 Minuten vor Spielbeginn ist die Stimmung schon wieder absolut am Kochen. Gänsehaut. Ich weiß noch, bei meinem ersten Stadionblock hat Marius Wolf das kleinste Tor aller Zeiten gemacht. Das war Dortmund gegen Freiburg, da war in seiner Prime. Ich hoffe heute nicht. Also Ginter auch wieder so am Schock. Es ist so wichtig, dass Ginter und Lina beide E-Balls wieder fit und gesund sind. Man merkt, wie viel
stabiler das Gerät ist in der Defensive. Auch so geil, wie Schuster immer mit Kochen ist aus und er immer pusht und motiviert und mitgeht, weil es mir so ein bisschen im Streich reizt. Augsburg, aber tief, ganz schwacher Abschluss. Das war lucky. Boah, das war schön. Jetzt mal Ball in die Mitte. Ja, ist okay. Nimm den Ball her, Christian. Guter Abschluss. Boah, Doan ist so geil am Kämpfen. Schade. Abräumen. So ein Fight, schau dich das an, so ein Bundesliga-Kampf. Aber Freunde, auch wenn wir neben der Südtribüne sitzen, die Augsburg-Fans machen wirklich gut zusammen. Nicht ganz ausverkauft, der Auswärtsblock, aber sind auf jeden Fall gut dabei. Also Freunde, ich sage ehrlich, die erste Hälfte von der ersten Halbzeit ist durch. Ein absolut ausgeglichenes Spiel, so viel am Kämpfen, kaum Torchancen, eigentlich nur zwei Kämpfe. Augsburg ticken vorne, aber 50-50. Oh, wie kommt er da durch? Ja, Grifo, bravo, 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 Grifo! Wunderschöner Doppelpass, Wahnsinn! Hilfe, ist das krass gemacht! Und ich sag ehrlich, die letzten 10 Minuten war es safe von ihm. Grifo, wahnsinnige Einzelleistung. Dings lässt super klatschen. Doppelpass und dann schiebt er den perfekt ein. Vincenzo Grifo diese Saison so viel besser als letzte Saison gegen Ende. Da war ich ein bisschen lash. Aber er ist wieder back. Oh, den hätte er so reingeknallt. Oh ja! Freiburg spielt sich so krank in einem Rausch. Jeder Schuss landet heute im Netz. Traumtore, Grifo, wunderschön. Eckballtor klappt dann auf einmal auch wieder. Und dann Günther mit so einem Gerät. Was ist das für ein geiles Spiel auf einmal? Freiburg 3-0. Wow. Ist vielleicht sogar fast ein bisschen zu hoch. Ich glaube, Expected Goals nur 1,2 oder so für Freiburg, weil halt Effizienz 100%. Bis auf dieser Longshot von Eggestein, der gehalten wurde, alles drinne. Aber
Flamke nachgelassen in den letzten 10 Minuten. Deswegen, ich glaube, es ist verdient. 3-1, trotzdem noch komfortable Führung. Beide Mann. 20 Minuten nochmal Vollgas. Irgendwie 3 Punkte mitnehmen. So, meine Freunde, das war's. Freiburg gewinnt am Ende 3-1. Absolut wahnsinniges Spiel. Richtig gute Leistung und sehr, sehr effizient vor allem. Deswegen in der ersten Halbzeit mit 3-0 da rauszugehen, ist schon Wahnsinn. Historischer Saisonstart. Viel Glück, Julian Schuster. Masterclass mal wieder. 2. Platz. Wahrscheinlich nur über Nacht. Wahrscheinlich nicht mehr über Nacht, wenn Bayern jetzt gleich gewinnt. Schauen wir mal. Aber auch die Augsburger. Absolutes GGs nochmal. Respekt von mir. Fans, super Leistung. Auch die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit wirklich nochmal aufgedreht. Versucht Gas zu geben, hat dann am Ende nicht gereicht, glücklicherweise. Aber die Männer werden trotzdem ihre Punkte sammeln, da bin ich mir sicher. Und ja, für Freiburg kann es gerne so weitergehen. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da, kommentiert gerne das Video. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich liebe es jedes Mal aufs Neue im Freiburg-Stadion. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Matchday. Und ja, bleibt gesund, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.